Hallo und willkommen zurück zu Lands of Lore, Throne of Chaos von Westwood 1993. Und ihr könnt es hören, wir und sehen, wir befinden uns im Gorka-Sumpf neben einem blubbernden Pool, in den wir reinspringen können, wenn wir verenden wollen. Wir werden jetzt hier erstmal wieder rausgehen und währenddessen werde ich ein kleines Recap geben. Wir hatten ja ursprünglich versucht, Sumpfgas. Wir hatten ursprünglich versucht, diesen Rubin der Wahrheit zu bekommen. Dafür sind wir nach Süden gereist, hatten den Timothy mitgenommen, sind da zu dem Roland-Anwesen gegangen. Das wurde aber platt gemacht. Wir haben diesen Rubin nicht bekommen. Sind dann nach Gladstone zurück. Da wurde dann aber der König, der Richard, der wurde vergiftet. Und dann wurden wir zum Drarakel geschickt, um ein Gegengift zu holen. Mit einem Rezept für das Gegengift sind wir zurückgekommen. Aber dann war Gladstone auch hinüber und Dawn, die Hofmagierin, die ist ja quasi geflohen. Und eventuell hat sie den Richard mitgenommen mit ihrem Sarkophag, ich weiß es nicht genau. Und ja, da haben wir quasi da jetzt auch nochmal einen Auftrag. Ich glaube, wir müssen was finden, um den Sarkophag noch zu öffnen. Wir haben wir sind quasi hinterher gepaddelt, wo die Dawn dann abgehauen ist. Und wir sollten dann beweisen, dass wir denn für den König arbeiten. Und da hatten wir in der letzten Folge dann diesen Rubin der Wahrheit gefunden. Und vermutlich wird man das damit machen können. Ich weiß es aber nicht mehr. Und wir hatten hier auch so ein Orakel oder einen Rätsellöser gefunden. Und der hatte uns sagen können, gegen Bezahlung. Ja. Was wir da besorgen sollen. Und da haben wir auch schon ein Sumpffläschchen, also eine Flasche mit Sumpfwasser abgefüllt. Soweit also der aktuelle Stand. Von der Karte her, wir könnten hier vom Sumpf aus da in den oberen Opinwald gehen. Da habe ich jetzt noch nicht weiter was erkundet. Und wir könnten aber auch erstmal zurück und dann mal gucken, ob das mit der Kette und der Dawn geht. Oder ob wir da was anderes brauchen. Außerdem ging es da dann auch zu der... Das ist immer falsch. Da ging es dann auch zu... zu den Minen. Und da würde ich... Ja. Da würde ich auch nochmal ganz gerne reinlaufen. Und gucken, ob wir da noch was machen können, was finden können. Da bin ich zuletzt ja sofort wieder rausgelaufen. Das war eben... vorvorletzten Teil. So. Dumm. Hier hatten wir ansonsten alles erkundet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da oben noch was... Ja, da war noch Kram, den wir noch mitnehmen könnten. Aber damit haben wir eben dann ganz schnell unser Inventar wieder vollgemüllt. Nö. Wir halten das mal so. Wir werden jetzt... erstmal dahin laufen. Das ist natürlich jetzt schon auch ein ganz schöner Weg. Aber gut. Muss sein. Ja, vielleicht muss es nicht sein. Aber okay. Wir können hier mal... Einfrieren geht immer noch nicht. Aber wir können... Blitzschlag geht immer noch nicht. Wir können mit Einfrieren mal ein bisschen unsere Zauberfertigkeit steigern. Ups, da habe ich die falsche... So. Die Hände falsch auf der Tastatur gehabt. Felsbrocken. Heilen. Ich will eigentlich, dass der jetzt erstmal wieder... Ja. Das sind aber viele. Aber machen wir erstmal so weiter. Die schnetzelt man hier schon ganz gut jetzt ab. Aber hier war irgendwo ein Geheimgang. Auf der unteren Seite. Rasten wir mal gerade. Oh. Rasten wir nochmal. Dann heilen wir.
So. Okay. Ja, die sind fies im Nahkampf. Im Fernkampf sind sie jetzt nicht so beeindruckend. So, huschen wir mal wieder darüber. Einmal über die Karte. Ja, jetzt auf dem Weg nach Süden ist irgendwie falsch. Ja, egal was man dem gibt, der macht... Na gut, ich habe dem die beiden starken Waffen gegeben, während der die schwache hat. Vielleicht sollte man das irgendwie ändern. Ich kann dem aber auch zum Gaunern wieder das Ding geben. Euter. Oder wir geben dem jetzt hier den Zweihänder. Ja. Ein abgenutzter Dolch. Da hatte ich irgendwo Sachen hingelegt. Ich meinte irgendwas links von den Tränken, das darf verkauft werden oder irgendwie sowas, habe ich mal gesagt. Okay, da unten ging es zu den Minen. Ah, da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Okay. Also zu den Minen werden wir dann auch noch gehen. Wahrscheinlich hier dann, ne, danach ausprobieren, wenn die uns da jetzt nichts Neues gibt. Wir machen mal gerade wieder hier das da. Ja. Oh, da sind noch ein paar mehr. Also bei denen lohnt es sich halt immer, ne, so ein bisschen dann wegzulaufen, auf Abstand zu gehen, weil deren Fernkampfschaden ist vernachlässigbar. Der Nahkampfschaden ist aber ziemlich übel. Machen wir das hier auch noch. So. Oh. Jetzt ist aber bald gut. Aber... oh. Stirb. So. Noch ein Blick auf die Karte. Da sind wir. Da war der Bettler, aber der ist... Kann natürlich sein, dass der hier wieder ist. Ne, der ist weg. Weiß ich nicht, was es mit dem auf sich hat. Okay, da haben wir noch was liegen. Dann werden wir... Zim. Weiß ich jetzt nicht, ob wir den hinteren auch treffen. Leider wohl nicht. Schmock. Ja, aber wenn wir irgendwann die anderen Zauber sprechen wollen, dann müssen wir da halt das ein bisschen öfter casten, damit das funktioniert. Okay, darüber. So. Have you found someone to vouch for you? I hold the Ruby of Truth. And as you can see, it does not contradict me when I assert that I am Kieran from Gladstone. Thou art truly Kieran. Milady Dawn dwells within. I shall grant ye words with her. Okay, vielleicht, ne? Das macht schon Sinn, wenn jeder diesen Rubin kennt. Kieran, it is you. What news do you have from the Droracle? Well, we think we know where to make the elixir, and we're making progress in assembling the ingredients. But frankly, we barely know what we're doing. It appears the Droracle is fond of riddles. Be that as it may, you are at this moment Gladstone's best hope. Take my key to Richard's casket. It, along with its three counterparts, will allow access in order that you may apply the elixir to poor Richard. Splendid. Let's be off to save our good king. Bakata, you know this violence interferes with your training. You must stay here with me. Here now, I will not abandon my friends nor my king.
My personal achievement means nothing to me while the kingdom is in peril. Fine. If you must ignore my counsel, I cannot stop you. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn wir jetzt alleine rumlaufen müssten. Hurry! The entire realm awaits your success. Kieran, at least take these vials to hold some of the ingredients of your elixir. Okay. Und da haben wir den ersten Schlüssel gefunden. Das waren diese vier Pyramiden auf dem Sarkophag. Keine Ahnung, wo die anderen drei dann sein sollen, ja. Aber sind auf dem Weg runtergefallen oder so, ich weiß es nicht. Okay. Dann, also das hätten wir nicht, dass uns das jetzt irgendwas gebracht hätte. Wir könnten ja nochmal die besuchen gehen und gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Tiji again? Dawn's inside. Have you found the elixir? We haven't made it yet. I am making progress on my spell. Return when you have the elixir. Na gut, machen wir. Dann gehen wir jetzt mal kurz in die Mine. Das ist mal falsch. Okay. So. I'll wager this path leads to the Irvish mines. Da war so ein Wurm drin. Vielleicht können wir auch hier direkt auf den in den anderen Wald rüber. Naja, genau. Das ist quasi dann der Hintereingang. Dann erkunden wir den erstmal noch. Na, wenn man die trifft. Gut. So. Ja, gucken wir da mal weiter. Okay, da haben wir auf jeden Fall so ein Nest. It is filled with honey. Brauchen wir das? Kann man das trinken? It is filled with honey. Bleh. Na gut. Ja, weiß nicht, ob wir den Stein mitnehmen sollten, aber wahrscheinlich eher nicht. Das Inventar ist auch schon wieder voll. Ja, ich darf nicht zu viel Schrott mitnehmen. So, da unten geht's noch. Ne, geht's nicht. Schmupp. Ja, geh mal da weiter. Was ist hier? Ein Stock. Wahnsinn. Da hört man es schon wieder rappeln. Der war nämlich auch Skelette. Empty. Kein Lederwams, auch den hatten wir, aber ja, braucht man so nicht mehr. Ja, also das Inventar ist schon ein bisschen
ein bisschen begrenzt. Empty. Einfrieren! Okay, gegen die bringt das anscheinend gar nichts. Dann würde ich sagen, machen wir das nicht. Wir können aber mal einen Stromschlag machen. Ja, okay. Der macht Schaden. Oh. Eine Sichel. Naja, gut, hätte mich jetzt gewundert, wenn die gut wäre. Ja, wir müssten weiter Krams verkaufen. Also, was? Das ist ein glatter Felsbrocken. Das ist ein besonders schöner Felsbrocken. Okay. Ich esse mal hier so ein Kraut. Hätte ich auch auf den Boden werfen können. Ah, da haben wir noch was. Ich weiß auch nicht, wofür wir zwei Dietriche haben, aber... Armbrust Valkyre. Okay, die müssen wir dann auch mal... Wir können dann auf jeden Fall eine Armbrust auch wieder verkaufen. Ja, also ich muss auf jeden Fall die Waffen hier nochmal gegen sortieren. Oh, Zwergenhettenhemd. Kann was? Okay. 23 Crowns. Dadam. Da sind wir jetzt wieder zurück zu den anderen Dingen. Jawohl. Und da unten könnte man dann rüber. Da war noch ein... Na, ich dachte, da wäre ein Loch noch gewesen, aber war keins. Naja, okay. Ich gehe nochmal Richtung Sumpf und dann gucken wir nochmal, dass wir ein paar Sachen verkaufen. Stromschlag! Und da kommt noch der nächste. Und noch einer. Okay, da wollen sie uns umzingeln. Machen wir erstmal den weg. Ja. Da kommt auch wieder einer. Weg. Ein Blick auf die Karte. Ja, okay, da ist auch der Sumpf. Dann gehen wir erst noch mal gerade darüber. Hier war... Ja, da ist jetzt noch auch gar kein Händler direkt in der Nähe. Der Schmied ist da unten. Da müssten wir aber komplett rumlaufen. Da hatte ich mir das eigentlich nicht gedacht. Ja, nee, das ist ein bisschen weit, da jetzt hin und her zu laufen. Dann... Ich kann hier hingehen und sagen, ja gut, das hier ist jetzt erstmal mein Lager. Und in dieses Lager, ich glaube, die Sachen, die verschwinden sowieso nicht. In dieses Lager, da werfen wir jetzt mal die Sachen hin, die verkauft werden können. Lederwams, Stock... Dieser Puma-Streitkolben, ich glaube, der hatte auch keinen Sinn mehr. Der war... gut, kann man nehmen, muss man aber nicht. Schlitzer.
Wurfstern, die Armbrust müsste auch verkauft werden. Polaris. Säbelschnitter. Ausweider. Und das ist die gute. Und da haben wir noch dieses, ja, Polaris. So, den ganzen Krempel jetzt mal hier hingeworfen. Na, da müssen wir irgendwann dann die Sachen mal rüberbringen, fürchte ich. Ist schon eine ganze Menge. Ja, und da kommt noch direkt das nächste dazu. Wenn denn überhaupt jemand so einen Stock kaufen will. Vielleicht finden wir hier auch noch einen Händler, aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier einer wäre. Na, hier würde es sich ja eigentlich anbieten. Achso, der müssen wir hier mit dem Stromschlag machen, weil die Skelette sind ja... Ah, der Stromschlag, der trifft nur einen, nicht alle. Ja, aber es wird Zeit, dass wir den Blitzschlag bekommen. Also, dass wir den sprechen können. Kampfkraft verbessert. Das habe ich ja bisher immer notiert. Jetzt muss ich gerade meine Notizen finden. 4, 3, 1. Und da sind wir jetzt bei 83. Und zuvor waren das 72. Und wir haben immer noch nur 8 Mana. 18 Zauberpunkte hat der. Das hatte ich mir... Moment, das schraube ich mir auch gerade noch auf. Kleinen Moment. Der hat 4, 1, 3. So. Und der hat 57 und 18 Zauberpunkte. Ja, und der müsste nochmal steigen, damit er dann überhaupt Mana hat, um den kleinsten Blitzschlag zaubern zu können. Na gut. Okay, gehen wir erstmal nach... Na, erst müssen wir wahrscheinlich rasten. Aber der kommt zumindest hier ein bisschen vorwärts mit Magie. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir nicht bei dem auch erstmal wieder Gauner nachziehen wollen. Und dann ist der noch stärker hiermit. Ja, machen wir einfach mal so. Nochmal den hier. Ah ja, genau. Das ist jetzt eine Armbrust, die Feuerdings schießt. Vielleicht können wir im Sumpf damit auch was anzünden. Weiß ich nicht. Ja. Empty. Da unten, das könnte eine Sackgasse sein. Oh. Na, also der kann die auf jeden Fall treffen. Oh. Oh, 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 oh. Schnipp. Okay. Aha. Ein Ebenholzstab. Ich glaube, mit dem kann man... Grüner Totenschädel. Oh, Smaragdklinge. Ja, damit kann man, glaube ich, eine Giftwolke rufen. Damit konnte man, glaube ich, Insektenschwarm rufen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, die Erinnerung taugt. Sind ja erst 30 Jahre, seit ich das gespielt habe. Aber das bleibt in Erinnerung. Okay, weiter. Achso, den könnten wir gerade noch auschecken, wie viel das... Mit dem können wir nichts zaubern, ne? Das hatte ich, genau. Naja. Den brauchen wir später, um irgendwelche Geister platt zu machen. Vielleicht ist das auch schon stärker gegen Skelette, das weiß ich nicht. Oh oh.
Ah, da scheint die Armbrust sehr gut gegen zu sein. Machen wir hier mal eine Heilung. So. Ja, die Armbrust ist da super gegen. Die macht immer so einen großen Flatschen und trifft auch immer. Und da haben wir nochmal so ein Nest. A Hornet's Nest. A Hornet's Nest. Okay. Dann. Also da könnten wir jetzt nochmal Honig holen, aber ich nehme mal an, dass das... Und da sind wieder welche. Dass das... das... Wow, okay. Gefrieret. Ich nehme an, dass das auch nur wieder normalen Honig gibt. It is filled with honey. Nam 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 nam. Bläh. Na gut. Einmal Honig müsste reichen. Also gehen wir mal hier. Na, da unten, das gefällt mir nicht. Das muss noch erkundet werden, auch wenn da wahrscheinlich nichts ist. Da ist unsere kleine Mülldeponie. Empty. There's silver coins in here. Da kommen wir wieder zurück. Da ist doch noch ein Stein. Ist aber nur ein Felsbrocken. Ist kein runder Felsbrocken. Empty. Okay. Da unten ging es noch einmal kurz hoch. Oh. Wir könnten auch, na, wenn wir dem jetzt auch eine Schusswaffe geben, dann sind wir dagegen zwar stark, aber dann kriegen wir die Skelette gar nicht mehr tot. Ah, da ist noch was. Das ist ja besser. Vielleicht muss man einfach nur oft genug draufklicken. Noch so ein Becher. Ich glaube, da ist jeweils nur einmal so ein Mana-Heilspell-Dingern drauf. Wahrscheinlich können wir die auch verkaufen. Oh, eine Jade-Heilskette. Ah, schön. Empty. So. Was macht das hier? Kann man so nicht benutzen. Ah, erhöht den Gauner-Skill um 1. Aha. Ich weiß nicht, ob der das angelegt haben muss. Wir machen das einfach mal so. Weil bei dem anderen würde es... Ich weiß aber dann auch nicht, ob das von 4 aus schwerer steigt. Vermutlich ist das jeweils das gleiche von jeder Stufe, aber... Ich weiß es nicht. Dann würde es natürlich auch keinen Sinn machen, die Werte nachzuziehen, sozusagen. Also wenn der Stufenaufstieg von 9 auf 10 genauso schwer ist wie der von 2 auf 3, dann kann man ja besser 9 auf 10 machen, wenn man die Waffe dann sowieso verwendet. Aber ich mache jetzt mal so. Oh. You fellows have become bothersome. Don't press your luck. You don't want to make me angry. I have business in the tower now and I do not wish to be disturbed. Meint ihn nicht Tower? I wish you would just stay and fight. Na, da kommen wir natürlich jetzt nicht durch. Na,
gut. Gehen wir hier mal weiter. Empty. Okay. Damit sind wir hier, aber dann auch quasi durch. Also der Wald ging dann doch... Ah ne, da unten ist noch was. Und da ist auch noch was. Und wir gehen aber jetzt erstmal noch nach da oben. Ja, okay. Wenn da jetzt nicht noch Geheimgedöns ist. Ne, da ist kein Geheimgedöns. Dann gehen wir... Gehen wir erstmal noch dahin. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. So, runter, dann bis gegen die Wand. Und dann halten wir uns jetzt an der Seite. Ja, damit sind wir genau auch schon wieder zu weit. Na, ja, das macht schon ordentlich einen Unterschied mit dieser, mit der Waffe. Und jetzt können wir aber auch mal schön wieder einmal einfrieren. Und hier auch, das lohnt sich. Kommen auch durch die... Oh, Geschick, aber habe ich nicht gar nicht mehr... Steigt man einfach durch das Schießen? Nee. Jedenfalls sind wir da gestiegen. Da war wahrscheinlich hinten noch eine. Also das ging schon sehr schnell. Also diese Wespen, wenn man die halt so schnell umnietet... so viel Schaden macht. 91 Trefferpunkte. 8 Zauberpunkte nach wie vor. Und der hängt immer noch bei seinen 57. Der steigt irgendwie deutlich langsamer. Auch wenn der viel mehr Schaden macht. Na, da sind wieder welche. Also jetzt gegen die macht er nicht mehr Schaden, aber insgesamt. Also da weiß ich jetzt nicht, wie das System da funktioniert. Okay, wir müssten jetzt zurück und dann, ja, da bei den, beim Bergwerk wäre noch was. Aber dann müssten wir doch wieder unsere Sachen holen. Ist ein bisschen umständlich, ne? Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir... Ich gehe da jetzt erst nochmal hin, also da Richtung Bergwerk, werde den Rest noch erkunden und dann werden wir in den Sumpf müssen, um das zu verkaufen, weil das will ich da nicht länger rumliegen lassen. Batsch. 122. Okay. So. Also da geht's jetzt noch weiter. Oder auch nicht. Empty. Na. Ah, natürlich sind da auch wieder welche.
ist auch wieder Zeit zu rasten. Oh. Weg. Lass mich rasten! Vielleicht ist das nicht die beste Ecke. Aua, 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 aua. Kleinen Moment. Zulum. Zulum. Okay. Empty. Na, das hat sich ja gelohnt. Okay, aber hier können wir noch rasten und dann... Diese garstigen Viecher. Aua. Last, I don't have enough magic. Einmal heilen. Einmal heilen. So. Dum, dum. Da haben wir noch einen Dolch. Den Attentäter, den hatte ich aber doch auch schon mal. Oder hatte ich auch mal einen von gefunden. So, und da unten ging es noch weiter. Da können wir noch unsere Hand reinstecken. Hm. Ne? Empty. Empty. Okay, damit sind wir aber hier durch. Also damit hätten wir den Wald auch fertig erkundet. Und jetzt müssen wir leider ein bisschen hin und her laufen, fürchte ich. Was wir machen... Mines do not look inviting. Was wir machen könnten, wäre... Da kommt auch so nichts raus. Hier werden wir auf jeden Fall gleich wieder zurückkommen. Ich werde mal hier, ich sage mal, Krempel hinwerfen. Den wir jetzt nicht direkt brauchen und wo es aber auch nicht dramatisch wäre, wenn der jetzt, ich sag mal, durch einen Fehler einfach verschwinden würde. So. Den anderen Krempel, den behalten wir erstmal. Beziehungsweise den würden wir teilweise verkaufen. Dann gehen wir jetzt wieder heim. Wobei ich das jetzt auch ein bisschen noch sortieren kann. Also das hier sind jetzt Quest-Items. Das hier müssen wir sowieso auch halten. Der Stein ist... Das ist ein glatter Felsbrocken. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir schon vorstellen, dass man den noch braucht, aber es ist sehr unwahrscheinlich. So. Rüstung. Das ist halt eigentlich nur eine Rüstung für ein zusätzliches Gruppenmitglied. Genau wie das hier. Machen wir da so eine quasi Ersatzrüstung hin. Wo jeweils das Beste von den Teilen dann aufgenommen wird. Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den dann überhaupt nochmal auf Kämpfer umrüste. Den Schmiedehammer, keine Ahnung, ob wir den nochmal brauchen werden. Der Stock mit Sicherheit nicht. Die Smaragdklinge muss man behalten. Und das hier kann auf jeden Fall verkauft werden. Das hier ist ein Quest-Item mehr oder... Naja, nicht unbedingt. Rätselschriftrolle. Vermutlich können wir diesen Zettel hier auch wegwerfen eigentlich. Die Mitteilung mit... Was war das? Deutsch rein, Deutsch raus. Ja.
Attentäter, das war, glaube ich, eigentlich ein Schrottding. Das kann auf jeden Fall verkauft werden. Dann machen wir mal rechts von dem Zettel, dass wir da alles verkaufen. Und wenn man es nicht verkaufen kann, dann können wir auch gucken, dass wir das wegwerfen eventuell. So. Okay. Hätten wir das zumindest schon mal sortiert. Und jetzt müssen wir nochmal auf die andere Seite und dann durch den Sumpf laufen. Aber gucken wir mal, dass wir das jetzt schnell über die Bühne bekommen. Einfrieren. Okay, weiter geht's. Okay, einmal auf die Karte. Habe ich noch gar nicht. Man kann hier mit Numpad oben die Zauber durchschalten. Mit Teilen geht man runter. Und womit man hochgeht, weiß ich nicht. Interessant. Cool. Okay. Jedenfalls. Dann nehmen wir jetzt hier den Kram auf. Und dann werde ich das allermeiste davon auch wieder verkaufen, denke ich. Wir könnten... ich wüsste jetzt auch noch nicht mal, was da das Stärkste ist. Wahrscheinlich das... Der eine Gegenstand, den wir gar nicht da hängen, also dieses Schwert, dürfte das Stärkste sein. Da will ich, da müssen wir, glaube ich, rein, ne? Ja. Einfrieren. Hier sollte man sich nicht allzu schnell durchbewegen, weil man sonst versehentlich... dann doch vielleicht mal irgendwo in die Suppe läuft. Sumpfgas. Da muss man, glaube ich... Ne, da müssen wir nicht runter. Okay. So, dann werden wir jetzt mal... Look at my wares. For Swamp Heroes, I sell everything at my cost. Swamp Heroes? That will shoot a bolt clear through an orc. 125 crowns. Vielleicht kriegen wir jetzt diese ganzen Sachen günstiger, aber brauchen tun wir die eh nicht. I don't want that. Okay, den werfen wir weg. 5 crowns. 150 Crowns. Dominanz. Den hatte ich vorher für 100 verkaufen können, oder? Naja, wir verkaufen jetzt auf jeden Fall hier den Kram. 15. Back. 7. Back. I don't want that. Ja, das sind einfach nur Stöcke. 5. 25. Acker. 45. Polaris. Ja, keine Ahnung, ob der gut ist. Einfach nur eine Armbrust. Wahrscheinlich wäre die Armbrust besser. Da haben wir nochmal einen Stock. Attentäter. 75 Crown. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Einer von den beiden war gar nicht so schlecht. 40. Goodbye and come again. Swamp Heroes are always welcome. So, also wir haben das mit 51. Weil die sind mehr oder weniger gleich gut. Also Sichel und Säbel. Und dann hätten wir alternativ eben auch noch dieses Schwert. Das einfach nur deutlich besser ist. Naja, die verkaufen wir einfach. Dann machen wir den Platz da schon mal frei.
Wir werden sowieso noch besseren Kram finden. Also, gehe ich von aus. 70? Ja, komm, weg damit. 10? 10, naja. Okay. Goodbye and come again. 970. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein schön freies Inventar. Das wird es natürlich nicht lange halten, sobald wir wieder zurück sind, den Kram aufnehmen. Ist das wieder voll. Wir gehen aber jetzt hier durch raus und werden dann den anderen Weg nehmen. Vielleicht hat der auch noch. Ja. Vielleicht hat der auch noch was zu sagen zu Swamp Heroes. Many greetings, friends. Can I help the heroes with any mysteries? Show me your riddle and I will identify it for a small fee. Say 50 crowns. Okay, damit hätten wir das deutlich günstiger bekommen. Heroes. Naja, okay. Ist aber jetzt auch kein Drama. Und ich glaube, der Kiran wird jetzt nicht mehr vergiftet, weil der den Double-Ring anhat. Das wurde aber im Stay Forever Podcast erwähnt, da wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen. Das ist aber ein Bezelbecher, das ist ein Bezelring. Bringt der vielleicht 8 Zauberpunkte? Der macht da nichts, weil der hier heilt Zauberpunkte. Ich weiß auch nicht, ob Bezel irgendwas bedeuten soll. Keine Ahnung. Ne? Keine Ahnung, was der bringt. Wäre natürlich irgendwo cool, wenn das Heilen auch, ne, das Gift wegmachen würde, aber ne. So, wir gehen jetzt hier raus. Dum, 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 und laufen da runter. Und Bakatas Krampfkraft. Ja, Krampfkraft hat sich verbessert. 5, 1, 3. Und der hat jetzt auch endlich mal mehr Lebenspunkte. Ich meine, der hat halt den Vorteil, dass der 12 von 18, ne? Nein, danke. 18. Der hat sowieso den Vorteil, dass er natürlich zwei Schilde nehmen kann. Und der hat normalerweise... Naja, kann der mehr Schutz haben als er, aber... Hat er jetzt nicht. Oh, da haben wir noch einen getroffen. Zeit für einen Blitz... Nein, haben wir nicht. Einfrieren. Bäh. Okay. Da ist noch mehr. Ja, aber die Armbrust, die macht halt schon einen üblen Schaden. So, heilen. Heilen. Okay. Dum, dum. So, dann weiter geradeaus und dann ein Stück nach rechts ab. Wir können, glaube ich, aber nicht wieder zurück paddeln, oder? Einmal Ginseng. Das ist natürlich trotzdem eigentlich Quatsch, ne? Aber looks ominous today. Na, da können wir nicht zurückschwimmen.
Falsch. Oh, direkt gestorben. Ja, Stab. Nee, Stab können wir verkaufen. Stock können wir nicht verkaufen. Okay. Da rechts hoch. Aua. Ja, die machen weiterhin ordentlich Aua. Mit einem Schlag. Halb tot. So. Jetzt hoffe ich mal, dass unser Kram da noch liegt. Kann man da überall... Oh, da ist tatsächlich was drin. Ist da noch was drin? This pot must gather moisture from above. Ja. Naja, es wird halt sehr schnell wieder sehr voll. So. Ich benutze die Heiltränke ja auch eigentlich nie. Ich meine, von dem Schwierigkeitsgrad, ich finde das Spiel verhältnismäßig angenehm zu spielen. Es kommen halt hier und da eben so ein paar Monsterhorden, die einen auch dann in... die einen dann auch bedrängen können. Aber es ist jetzt nicht so eine Tanzerei, wie beispielsweise bei... Legend of Grimrock oder bei Stonekeep war das ja auch sehr schlimm. Vor zurück. Das fand ich ein bisschen nervtötend. Anvil of Dawn hatte ich da deswegen sogar abgebrochen. Das hatte ich übrigens auch vor 10 Jahren oder so mal angefangen zu Let's Playen. Und das ging mir aber so auf den Geist. Der Kampf war fürchterlich. So, aber wir haben hier zu viel Kram. Die kann ich verwenden. Ja, den Stein, den können wir, glaube ich, wegpacken. Und hiermit ist jetzt unser Inventar auch schon wieder dann nehmen wir den Stein halt mit. Aber ja, viel Platz haben wir hier nicht. Wir müssten wahrscheinlich diesen ganzen Heilgedöns dann aufessen, um wieder ein bisschen Platz zu machen. Das soll es aber dann für dieses Mal gewesen sein. Und beim nächsten Mal werden wir uns um diesen Wurm kümmern. Können wir ja mal gerade, ne, besuchen. Ah, der wollte irgendwas sagen. Naja, und dann verliert man halt sofort seine Waffen. Wieso? 18 von 18 Zoll. Ach so, ja, klar, logisch. Also ich weiß schon, dass man den töten kann, indem man das hier benutzt. Do you suppose there could be another entrance? This one may not work. I don't have enough magic. Glaube ich, oder meinst du nicht? Ach so, ja genau, der, ja, der müsste das casten. Oder war das anders? Ich meine, den müsste man hiermit umlegen. Aber der kann das ja auch nur einmal casten. Naja, da werden wir uns das nächste Mal mit auseinandersetzen, wie wir hier an dem vorbeikommen. Und das nächste Mal, neue Folgen, gibt es immer wochentags. Und schauen wir mal, dass wir hier in der Mine weiterkommen. Da müssen wir, da geht's auch noch tief weiter rein. Und da bekommen wir dann auch wieder einen neuen Begleiter. Mal schauen, wie wir hier an den Wurm vorbeikommen. Also, neue Folgen immer wochentags. Gerne den Kanal abonnieren. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.